Seine letzte große Vision, die die drei letzten Kapitel des Buches umfasst, hatte Daniel im dritten Jahr des persischen Königs Kyros. So berichtet er es am Anfang von Kapitel 10. In dieser Erscheinung sieht er sich erst einer priesterlich gekleideten Person und dann einem Engel gegenüber, der Daniel von einem großen Kampf erzählt, der hinter den Kulissen stattfindet. Daniel hatte zuvor 3 Wochen gefastet und getrauert, wahrscheinlich weil er so besorgt war, ob und wie sein Volk Israel den Messias empfangen würde. Er war sicher bestürzt darüber, dass dieser Messias ausgerottet werden würde. Aber dann offenbart ihm der Engel, dass er in der unsichtbaren Welt mit den Engeln der Gegenseite kämpft und dass Michael, der Engelfürst, siegen wird. Dann erzählt er in Kapitel 11 die zukünftige Geschichte Persiens und Griechenlands bis hin zum Tod Alexanders des Großen und darüber hinaus in einer prophetischen Vorausschau. Im Anschluss daran kommt dann eine symbolträchtige Darstellung des geistig-geistlichen Kampfes, der auf der Weltbühne von religiös motivierten Mächten geführt wird. Und die schrecken nicht davor zurück, Gott selber anzugreifen und ihm das Herzstück seines Planes für diese Welt streitig zu machen. Die Erlösung durch das Opfer von Jesus Christus. Doch am Ende wird auch der sogenannte König des Nordens scheitern. Es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen, so heißt es im letzten Vers von Daniel 11. Doch damit ist das Buch Daniel noch nicht zu Ende. Der letzte große Triumph steht noch aus und der kommt jetzt im letzten Kapitel 12. Es gleicht einem Paukenschlag. Michael, der große Engelfürst, wird aufstehen. Er erhebt sich gegen seine Widersacher und siegt endgültig. Die Toten werden auferstehen und die, die auf Gottes Seite stehen, werden errettet werden. Die Gerechtigkeit wird siegen und das Böse wird vernichtet werden. Doch bis dahin, verrät uns Kapitel 12, wird es noch etwas dauern, denn der Mann in leinenen Kleidern fordert Daniel auf, sich zur Ruhe zu legen, bis er auch auferstehen wird, um sein Erbe, das ewige Leben, zu empfangen. Das Aufstehen Michaels, hier wird das hebräische Verb Amad verwendet, ist übrigens eine Antwort auf die vielen Amad im vorigen Kapitel 11, wo die dort beschriebenen Könige sich erheben und gegeneinander und gegen Gott kämpfen. Im Buch Daniel geht es ja viel um die Zeit des Endes. Und hier im Kapitel 12 erfahren wir mehr darüber, wie genau dieses Ende aussieht und was mit denen geschieht, die sich auf Gottes Seite gestellt haben. Die entscheidende Rolle dabei spielt der große Fürst Michael. In der Erklärung des Namens Michael in Verbindung mit seiner ersten Erscheinung in Daniel 10 haben wir erfahren, dass der Name bedeutet, wer ist wie Gott, und dass sich das auf niemand anderen als auf Christus selbst bezieht, den Fürst, hebräisch Sar. Dabei ist es wichtig anzumerken, dass immer dann, wenn Daniel von Christus in seinem irdischen Werk der Erlösung und von seinem Tod im Rahmen seiner Menschwerdung spricht, er das hebräische Wort Nagid, Fürst, benutzt. Doch wenn er von Christus in seinem himmlischen Werk spricht, und zwar sowohl vor seiner Menschwerdung als auch nach seiner Himmelfahrt, er den Begriff Sar, Kriegerfürst, verwendet. Hier in Daniel 12, Vers 1 wird Michael der große Engelfürst, Sar, genannt, der für dein Volk eintritt. Er steht am Ende des kosmischen Gerichtsprozesses auf, der in Daniel 7 beschrieben wird, um das Urteil über die kleine Hornmacht zu verkünden und die Befreiung für sein Volk zu bringen. Wie auch im Neuen Testament wird Michael hier mit der Auferstehung der Toten und mit dem Sieg über die Mächte des Bösen in Verbindung gebracht. Dass Michael Gott bzw. Jesus Christus ist, das ist eine entscheidende Information. Wenn nämlich Michael tatsächlich Gott selbst ist und es hier um den endgültigen Sieg gegen die antigöttlichen Mächte geht, dann ist mit dem Volk, das hier gerettet wird, nicht nur das Volk Israel gemeint, wie man es beim schnellen Lesen meinen könnte. Wir haben es hier mit dem kosmischen Sieg Gottes zu tun, der endlich nach Jahrhunderten und Jahrtausenden der Auseinandersetzung errungen wird. Dass dieser endgültige Sieg ein großer Trost für die ist, die sich zu Gott halten
und um ihres Glaubens willen drangsaliert und verfolgt worden sind, macht der Rest von Vers 1 deutlich. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt. Die Formulierung Zeit der Trübsal oder Zeit der Bedrängnis wird im Alten Testament etliche Male verwendet, besonders im Buch des Propheten Jeremia. Dort bezieht der Prophet es auf die traurige Zeit des Exils, die Israel erleben muss. Jesus bezieht es in seiner Rede zur Endzeit dieser Erde, in Matthäus 24, auf die allerletzte Zeit und zitiert Daniel 12, Vers 1. Denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist vom Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Was Jesus hier über die Zeit des Endes sagt, ist womöglich eine ganz ähnliche Erfahrung wie die vom alten Israel, als der Tempel in Jerusalem nicht mehr da war und es quasi keine Erlösung und Sündenvergebung mehr gab. Könnte die große Bedrängnis der Heiligen des Höchsten in der letzten Zeit damit zu tun haben, dass eine Macht alles daran setzt, um den Dienst der Sündenvergebung Gott wegzunehmen, wie es in Daniel 8 beschrieben wird? Doch es ist nicht nur die geistlich-geistliche Ebene. So wie wir in den vorherigen Kapiteln gesehen haben, wirkt sich der kosmische Kampf auch ganz greifbar und real auf uns Menschen aus. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Zeit bereits erleben. Denken wir nur an die vielen Christen, die unter Verfolgung leiden, um nur ein Beispiel zu nennen. Nehmen Sie sich einmal die Zeit und lesen Sie Matthäus 24 und nehmen Sie es einfach mal so, wie es dasteht. Sie werden erstaunt sein, wie viel von dem, was Jesus hier über die letzte Zeit sagt, auf unsere heutige Zeit zutrifft. Aber dann, wenn die Not unerträglich erscheint, erhebt sich Michael, der Fürst, der niemand anderer ist als der Menschensohn, der in Kapitel 7 von Gott selbst alle Macht und Ehre übertragen bekommen hat. Und er tritt für sein Volk ein, das heißt, er kommt, um die Menschen zu retten. Zu jener Zeit wird er aufstehen. Und dieser Ausdruck wird hier in Kapitel 12 noch zwei weitere Male im selben Vers 1 wiederholt. Diese dreifache Erwähnung verknüpft drei Dinge miteinander. Erstens, Michael steht auf. Zweitens, dadurch wird die Bedrängnis beendet. Und drittens, es ist die Rettung des Volkes Gottes. Für alle, so wird an dieser Stelle hinzugefügt, die im Buch geschrieben stehen. Bücher, so haben wir in Kapitel 7 erfahren, sind ein wichtiger Bestandteil des Gerichts. Symbolisch wird damit gesagt, Gott hat registriert, wer zu ihm gehört und wer nicht. Das Gegenstück zum Buch Daniel im Neuen Testament, das Buch der Offenbarung, redet ebenfalls von einem Buch des Lebens, in dem die geschrieben stehen, die das angenommen haben, was Christus für sie getan hat. Dass es tatsächlich um Gericht geht, wenn der große Fürst Michael aufsteht, wird im nächsten Vers 2 deutlich. Viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Es wird tatsächlich eine Trennung geben zwischen denen, die das ewige Leben haben werden, und denen, die es nicht bekommen. Und das entscheidende Kriterium ist, in diesem Lebensbuch vermerkt zu sein. Als Jesus mit einem interessierten Gelehrten Israels eines Nachts zusammensaß, erklärte er es so: Du musst von Neuem geboren werden, sagte Jesus. Wie soll das denn gehen? Fragte der kluge Mann zurück. Es geschieht durch Wasser und Geist, war die Antwort von Jesus. Das heißt, es geht um etwas Ganzheitliches. Wasser, das deutet auf die Taufe hin, wo jemand durch Untertauchen bezeugt, dass er sein bisheriges Leben abwaschen und ein neues mit Jesus beginnen will. Und Geist, das deutet auf ein geheimnisvolles Geschehen innen drin hin. Da passiert ein Umdenken im Herzen und im Denken. Da entsteht wie bei einer Geburt ein ganz neuer Mensch. Es ist eine Neugeburt. Und dann stehe ich im Buch von Jesus, was so viel heißt wie, ich gehöre zu ihm. Und ich werde laut Daniel 12 zum ewigen Leben auferstehen, auch wenn ich gestorben bin. Bereits aus Kapitel 10 der Einleitung zu Daniels großer Vision wissen wir,
dass der Mann in den leinenen Kleidern der himmlische Hohepriester Jesus Christus ist. Doch hier in Vers 2 ist es ein anderer Himmelsbote, der wichtige Aussagen macht über den Tod. Er sagt, viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Das deckt sich mit der Aussage von Jesus, als er gerufen wurde, seinen Freund Lazarus gesund zu machen und so lange wartete, bis der gestorben war. Aber zu seinen Jüngern sagte Jesus, er schläft und ich gehe hin, ihn aufzuwecken. In der Tat kennt die Bibel keine Seele, die nach dem Tod irgendwo hingeht, weder in den Himmel noch in eine Hölle. Der Mensch ist in einem Todesschlaf, in dem er nichts mehr mitbekommt, was hier auf der Erde geschieht. Das Besondere hier im Buch Daniel ist, dass schon im Alten Testament von einem Aufwachen die Rede ist, also von einer Auferstehung zum Leben, zum ewigen Leben oder aber zu ewiger Verdammnis, wie es der Text sagt. Diese Aussage wird nochmals im allerletzten Vers des Buches bestätigt, wo es um die Auferstehung Daniels geht. Auch ihm wird in Aussicht gestellt, dass er schlafen und zu neuem Leben aufwachen wird. Interessant ist, dass das Wort, das hier verwendet wird, dasselbe ist wie beim Aufstehen Michaels in Vers 1, Ahmad. Das kann eigentlich nur eines bedeuten. Wenn der Fürst Michael sich erhebt und für die Menschen kämpft, die auf der Seite Gottes sind, dann wird genau dadurch die Auferstehung der Toten ermöglicht. Die Gräber werden sich öffnen und selbst die, deren Asche irgendwo verstreut ist oder in einer Urne ruht, werden wieder dastehen, als wären sie nie tot gewesen. Das ist der Trost der Bibel für alle Trauernden. Und das ist die Hoffnung für alle Lebenden. Die Verse 3 und 4 in Kapitel 12 enthalten einen gewissen Widerspruch, der auf den ersten Blick rätselhaft erscheint. Zunächst heißt es dort, und die Verständigen oder die Weisen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Aber dann steht dort im Vers 4, und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dies Buch bis auf die letzte Zeit. Viele werden es dann durchforschen und große Erkenntnis finden. Einerseits wird dazu ermutigt zu verstehen, und dies ist ja einer der Schlüsselbegriffe des Buches Daniel, und andere zur Gerechtigkeit zu weisen. Aber andererseits soll das weise Buch Daniel, das ja gerade so viel enthält, das zu großer Erkenntnis führt, verborgen und versiegelt werden bis auf die letzte Zeit, so heißt es. Das Buch, das in Daniel 12, Vers 4 erwähnt wird, bezieht sich nicht auf das himmlische Buch, das die Namen des Volkes Gottes enthält, wie es in Vers 1 heißt. Denn der Text sagt, dass Daniel dieses Buch gehört. Es bezieht sich auch nicht auf das gesamte Buch Daniel. Das Wort für versiegeln, hebräisch satam, in Vers 4, wird in Kapitel 8, Vers 24 für die 2300 Abendmorgenprophezeiung verwendet und noch einmal in Kapitel 12, Vers 9 für die Vorhersage der einen Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das heißt, Daniel wird gesagt, er solle die Worte verbergen und dies Buch versiegeln, wo es um diese Zeitprophezeiungen geht. Ihre Bedeutung soll erst in der Zeit des Endes entsiegelt und verstanden werden, dann, wenn sie erfüllt werden. Das hebräische Wort für herumirren oder umherstreifen bedeutet häufig, gründlich zu forschen. Zum Beispiel Amos 8, Vers 12. Eifrige Studenten werden in dieser Zeit des Endes diese Zeitprophezeiungen erforschen und Gott wird ihre Bedeutung offenbaren. Offenbarung 10, Vers 2 bezieht sich auf diese Zeit und beschreibt die Erfahrung des Volkes Gottes, wenn das kleine Buch von Daniels Zeitprophezeiungen geöffnet wird. Ich glaube, dass wir jetzt in dieser Zeit leben. Das ist genau der Grund, warum wir uns in dieser Serie so ausführlich mit dem Buch Daniel befassen. Es enthält gewaltige und gleichzeitig so mutmachende Vorhersagen und Prophezeiungen für unsere Zeit. Bis hierher, also bis Vers 4, hat jemand mit Daniel gesprochen, der in Kapitel 10, also zu Beginn dieser großen Vision, Daniel die Dinge erklärt hat, die er zu sehen bekommt. Ab Vers 5 beschreibt Daniel wieder, was er sieht. Und auch das erinnert sehr stark an das, was er am Anfang von Kapitel 10 gesehen hat. Zuallererst ist es der Mann in leinenen Kleidern. Am Ende der Vision sieht er diesen Mann wieder
und zwar über den Wassern des Stroms. Er steht buchstäblich über den Dingen, hat also göttliche Eigenschaften und damit große Autorität. Zwei andere Personen, wahrscheinlich sind es Engel, sieht Daniel auf dieser und jener Seite des Flusses. Die ganze Zeit, schon seit Kapitel 8, hat Daniel den Engel Gabriel an seiner Seite, der ihm vieles erklärt. Und es könnte durchaus sein, dass es jetzt wieder Gabriel ist, der dem Mann in leinenen Kleidern eine wichtige Frage stellt. Interessanterweise ist es dieselbe Frage, die ein Himmelsbewohner in Kapitel 8 stellt. Und da geht es um die Frevel, die das kleine Horn verübt, vor allem im Hinblick auf das Heiligtum. Die Frage lautet, wie lange wird das andauern? Hier in Kapitel 12 fragt der Engel wieder, Ad Matai, wie lange werden diese großen Wunder geschehen? Was ist damit gemeint? Wohl alles, was in dieser Vision im Mittelpunkt steht. Die Machenschaften der antigöttlichen Macht, der große Kampf und die Zeit der Bedrängnis. Wörtlich steht hier eigentlich, wie lange wird das Ende dieser großen Wunder sein? Als der Mann in den leinenen Kleidern zur Antwort ansetzt, so beschreibt es Daniel, hebt er beide Hände und schwört bei dem ewigen Gott. Hier soll offenbar hervorgehoben werden, dass das, was jetzt kommt, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. So lange, sagt der Mann in leinenen Kleidern, wird die Zeit dieser großen Dinge sein. Dieser Vers enthält zwei Informationen, die uns an das kleine Horn in Daniel 7 erinnern. Erstens, die Zeitangabe von 3,5 Zeiten, also 1260 Tage bzw. Jahre, da wir es hier mit prophetischer Zeit zu tun haben. Und zweitens, die Aussage, dass die Zerschlagung der Kraft des heiligen Volkes ein Ende hat. In Kapitel 7 kommen die 3,5 Zeiten zum ersten Mal vor. Dort bezeichnen sie eine Zeit, in der das kleine Horn Macht hat und die verfolgt, die an Gott und seinen Werten festhalten. Die 3,5 Zeiten entsprechen 1260 Tagen, die wiederum für 1260 Jahre stehen, greift man auf das biblische Jahr-Tag-Prinzip zurück. Verankert man die 3,5 Zeiten in der Geschichte, beginnen sie 538, dem Jahr, in dem die Ostgoten aus Rom vertrieben werden und Rom die alleinige Oberhand gewinnt. Sie enden im Jahr 1798, kurz nach der Französischen Revolution, als man den Papst nach Avignon verschleppt und dort gefangen hält. Daniel muss an dieser Stelle zugeben, dass er das zwar alles gehört und gesehen, es aber nicht verstanden hat. Plötzlich sieht er sich selber im Geschehen der Vision und findet seine Stimme wieder. Er spricht denjenigen an, der ihm bis jetzt die Erklärung gegeben hat. Und er sagt, mein Herr, was wird das Letzte von diesem allen sein? Eben noch hat der erklärende Engel gesagt, dies alles soll dann und dann geschehen. Und jetzt fragt Daniel, was ist das Ende von diesem allen? Er bezieht sich also direkt auf das, was ihm vorher mitgeteilt wurde. Die Antwort ist eine Erinnerung an das, was Daniel in Vers 4 bereits gesagt worden war. Es ist alles noch verborgen. Es ist versiegelt bis auf die letzte Zeit. Das ist für Daniel sicher eine ernüchternde Antwort gewesen. Sie klingt so, als wollte der Engel sagen, Daniel, es betrifft eine viel spätere Zeit, nicht deine Lebenszeit. Und er fügt etwas sehr Wichtiges hinzu. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Alle Gottlosen werden nicht verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. Hier haben wir wieder dieses besondere Schlüsselwort im Buch Daniel. Verstehen. Und da geht es nicht bloß um akustisches und auch nicht nur um intellektuelles Verstehen. Nein. Es geht um ein tiefes Erahnen von all dem, was Gott mit uns Menschen vorhat, welchen Plan er hat und wie wir uns auf die Seite Gottes stellen können, damit wir Teil dieses göttlichen Plans werden. Wirklich mit unserem ganzen Menschsein,
mit Seele und Geist erfassen, worum es Gott geht. Das ist das Entscheidende. Die folgenden beiden Verse haben viele Ausleger des Buches Daniel irritiert, denn hier tauchen noch einmal zwei Zeitangaben auf, die bisher noch nicht erwähnt wurden. Aber wenn die 3,5 Zeiten tatsächlich 1260 Tage bzw. Jahre sind, dann haben diese neuen Zeitspannen in den Versen 11 und 12 eine frappierende Ähnlichkeit damit. In Vers 11 heißt es, von der Zeit an, da das Tägliche abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Der spezielle Ausdruck Gräuel der Verwüstung kommt an drei Stellen im Buch Daniel vor. Das erste Mal in Daniel 9, das zweite Mal in Daniel 11 und das dritte Mal in Daniel 12. In Daniel Kapitel 9, Vers 27 bezieht sich der Gräuel der Verwüstung auf die Zeit, als die Römer unter Titus den heiligen Tempel und die Stadt Jerusalem im Jahr 70 nach Christus zerstörten. In seiner Endzeitrede in Matthäus 24, Vers 15 spricht Jesus über dasselbe Ereignis und bestätigt so die Gültigkeit der Prophezeiung Daniels. Dann wird dieses tatsächliche historische Ereignis in Jerusalem in Daniel Kapitel 11, Vers 31 und Kapitel 12, Vers 11 als Typus herangezogen, um die Zerstörung der wahren Religion zu beschreiben, die durch die alles beherrschende Kirche im Mittelalter geschah. Als bereits im 6. Jahrhundert nach Christus als päpstliche, politisch-kirchliche Macht entstanden war. Die päpstliche Vormachtstellung führte die Vernichtung der Wahrheit Gottes und seines Gesetzes herbei, sowie die Verfolgung der getreuen Gottes, der Heiligen des Höchsten. Es ist also naheliegend, dass diese neue Zeitspanne, die hier verkündet wird, einen direkten Bezug zu den Aktivitäten des kleinen Horns hat. Die 1260 Jahre, also die 3,5 Zeiten, sind eindeutig die Zeitspanne, während der das kleine Horn aktiv ist und großen politischen Einfluss nimmt. Was haben dann die 30 zusätzlichen Tage beziehungsweise Jahre bei der Angabe 1290 zu bedeuten? Im Vers 12 heißt es dann auch noch weiter, wohl dem, der da wartet und erreicht, 1335 Tage. Das klingt wie eine Ermutigung für den Einzelnen durchzuhalten. Das heißt, die erste Zahl ist eher eine Feststellung, während die zweite Zahl, 1335, eine persönliche Ansage an jeden gläubigen Menschen ist, auszuhalten, nicht müde zu werden. Die 1290 Tage in Kapitel 12, Vers 11, beziehen sich auf die Zeit bis 1798, als sich das Heidnische mit dem Religiösen vermischte und die Kirche von der politischen Macht der Könige unterstützt wurde. Der Beginn der 1290 Tage kann errechnet werden, indem man 1290 von 1798 abzieht und dadurch im Jahr 508 landet, dem Jahr, in dem Chlodwig, der König der Franken, getauft wurde. Diese chronologische Information macht jede Interpretation unmöglich, die darin ein zukünftiges Ereignis nach dem Beginn der Zeit des Endes sehen will. Die 1335 Tage, die letzte prophetische Zeitperiode in Kapitel 12, führt zum Ende der Zeit des Endes, das durch das Ereignis der Auferstehung am Ende der Welt und durch das Empfangen des Erbes des Reiches Gottes markiert wird. Die 1335 Tage sind die ultimative Antwort auf die Frage, wie lange, die dieselbe ist wie Daniel 8, Vers 13 und damit zum selben Ereignis führt, wie die 2300 Abendmorgen in Daniel 8, Vers 14, nämlich den endzeitlichen Tag des Gerichts oder großen Versöhnungstag. Ganz am Ende der Vision und damit am Ende des Buches Daniel wird ihm eine persönliche Verheißung gegeben. Und sie klingt wie eine Beruhigung für einen Mann, der durch das, was er da zu sehen und zu hören bekommen hat,
nicht wenig aufgewühlt worden ist. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Das entspricht dem, was schon in Vers 2 in diesem 12. Kapitel angekündigt wurde. Es wird eine Auferstehung geben für die, die unter der Erde schlafen. Daniel wird nun ganz persönlich versprochen, dass er Teil dieser Auferstehung sein wird. Gleichzeitig klingt hier dieselbe Aufforderung an, die Daniel in Vers 9 bekommen hat, als er nicht verstanden hatte und wissen wollte, was das Letzte sein wird. Geh, Daniel. Es ist wie eine Beruhigung. Daniel, mach dir keine Sorgen. Es läuft alles nach Plan. Du darfst ausruhen. Und dann am Ende der Tage wirst du wieder auferstehen zu deinem Erbteil. Worin besteht dieses Erbteil? Daniel 12, Verse 2 und 3 beantworten diese Frage. Ewiges Leben und des Himmels Glanz. Eine bessere und schönere Aussicht über den Tod hinaus kann es nicht geben. Daniel ist alt geworden. Er hat Könige kommen und gehen sehen. Er hat eine Gehirnwäsche und eine Löwengrube unbeschadet überstanden. Er ist seinem Gott treu geblieben, den er vertrauensvoll als seinen Richter sehen darf und der ihm ewiges Leben verspricht. Daniel darf ausruhen und schlafen, in der Gewissheit, von Gott nicht vergessen zu werden. Also wenn ich mir die letzte Vision im Buch Daniel anschaue, die 3 Kapitel bzw. knapp 80 Verse lang ist, dann staune ich darüber, was Gott im Hintergrund alles tut. Dieser Gott ist sehr aktiv. Und das hilft mir, in dieser Welt der Unsicherheit und des Unfriedens zu leben, weil ich weiß, ich bin keinem blinden Schicksal ausgeliefert. Im Gegenteil, da ist ein Gott im Himmel, der nicht nur nicht blind ist, sondern der hinter den Kulissen die Fäden zieht. Ich habe so gut wie keine Ahnung, was da alles im Verborgenen abläuft. Und vielleicht ist es auch besser, dass ich es nicht weiß. Es würde mich zu sehr erschrecken. Umso besser ist es, dass ich von Daniel erfahre, dass Gott real ist, dass er sich kümmert, dass er sogar sehr persönlich wird und zum Menschen sagt, dass er ihn oder sie liebt. Und dann lese ich davon, dass der große Fürst Michael aufsteht und sein Volk errettet. Dieses Bild fasziniert mich. Es kommt mir so vor, als würde da jemand im Schlamassel dieser Welt plötzlich aufstehen und laut rufen, es ist genug, jetzt schaffe ich Gerechtigkeit. Und das ist ja nicht irgendein Filmheld, der die besseren Waffen hat und sie skrupellos gegen die Bösen einsetzt und sie alle zur Strecke bringt. Nein, das ist damit gar nicht zu vergleichen. Dieser Michael ist einer, der durch die größtmögliche Schwachheit, nämlich den eigenen Tod, den Sieg erringt. Er ist gestorben und hat damit ein ewiges Vertrauen erworben, weil er bewiesen hat, dass er Liebe ist und nicht gewalttätig. Er schlägt nicht drein, sondern heilt. Und damit stellt er mich vor eine Entscheidung. Habe ich Vertrauen in diesen Jesus, in diesen Michael, in diesen Gott? Sehe ich in seiner Schwachheit seine eigentliche Stärke und vertraue darauf, dass er mich in die Ewigkeit bringt? Das Buch Daniel hat viel mit meinem Leben zu tun, sehr viel. Weil es eben nicht nur ein Buch ist, sondern weil da jemand bezeugt, wie vertrauenswürdig Gott ist. Er hat alles in seiner Hand und Daniel ermutigt mich, das auch zu glauben. Er hat es selber erfahren. Und Gott hat mit ihm direkt kommuniziert und ihm gesagt, wie es mit der Zukunft weitergehen wird, der Zukunft dieser Welt, aber auch mit meiner persönlichen Zukunft. Deshalb kann ich auch ruhig sein, so wie es Daniel im letzten Vers seines Buches empfohlen wird. Ich kann ruhig darauf warten, bis Gott mir mein Erbteil gibt, ganz gleich, ob ich vorher noch sterbe und dann auferstehe oder es noch zu meinen Lebzeiten erleben darf. Das Versprechen an Daniel und an jeden, der auf Gottes Seite ist, klingt sehr klar.
ewiges Leben. Das ist das Erbe, das Gott uns zugesagt hat. Haben Sie schon mal von Kryonik gehört? Das ist die Methode zur Lebensverlängerung, die bereits etwa 400 Menschen ausprobieren. Ehrlicherweise müsste man sagen, die sie an sich ausprobieren lassen. Denn es geht um das Einfrieren des Körpers auf eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius. Tödlich Erkrankte haben das schon als letzte Chance ergriffen, um nach so und so vielen Jahren, wenn die medizinische Forschung weiter sein wird, doch noch geheilt zu werden, nachdem sie wieder aufgetaut wurden. Mehrere tausend Menschen haben bereits Verträge zu ihrer Einfrierung unterschrieben. 200.000 US-Dollar kostet dieser Traum vom ewigen Leben in den USA. Im Labor von Cryorus, der russischen Konkurrenz, müssen Kunden nur 30.000 Euro bezahlen. Aber dort geht es auch nicht so luxuriös zu und man ist sich nicht so sicher, ob man der Technik und den Leuten dort angesichts der simplen Tanks in Wellblechbaracken trauen kann. Vielleicht denken Sie jetzt, das sind ja alle Spinner. Auf die Idee würde ich nie kommen. Aber Fakt ist, dass diese Kryokonservierung in den letzten Jahrzehnten schon beachtliche Fortschritte gemacht hat. Immerhin schaffen wir es, Embryonen mit unbegrenzt erhaltener Vitalität einzufrieren und nach langen Zeiträumen wieder aufzutauen und in eine Gebärmutter einzupflanzen. Ganz so abstrus ist diese Hoffnung auf ewiges Leben durch Einfrieren also nicht. Vielleicht gelingt es ja, das Gehirn eines Menschen danach wieder funktionsfähig zu machen. Wer weiß. Aber eine Vorstellung würde mich persönlich abschrecken, mich einfrieren zu lassen. Selbst wenn die Technologie in 70 oder 100 Jahren so weit wäre und der Strom bis dahin nicht ein einziges Mal ausgefallen ist, niemand, dem ich persönlich etwas bedeute, ist dann noch am Leben. Es geht also bei meiner Wiederbelebung nicht nur um die Frage der Kompetenz derer, die das bewerkstelligen. Es ist vor allem eine Frage der Liebe. Ich zweifle nicht daran, dass der Gott, der mich das erste Mal geschaffen hat, mich 100 Jahre nach meinem Ableben neu schaffen kann. Aber meine eigentliche Hoffnung liegt darin, dass er es auch will. Dass er mich persönlich so mag, dass ich es ihm wert bin in seinen Augen. Glauben Sie mir, das ist die bessere Wiederbelebung. Und das auch, weil Menschen, denen ich etwas bedeute, aller Voraussicht nach auch dort sein werden, weil Gott sie ebenfalls wiederbelebt. Sehen Sie, das ist genau die Botschaft am Ende des Buches Daniel. Eigentlich sind es zwei Botschaften in dieser langen Vision in den Kapiteln 10 bis 12. Die erste ist, Daniel, du bist geliebt. Die zweite, Daniel, du wirst wieder aufstehen, du wirst wieder leben, auch wenn du stirbst. Diesem Gott des Daniel vertraue ich. Wie halten Sie es? Vertrauen Sie auch diesem Gott. Das Buch Daniel und ich ermutigen Sie, dass Sie es tun. Sie werden es nie bereuen.